Klassenbildung, der Podcast. So, herzlich willkommen zurück beim Klassenbildungspodcast. Einige von euch kennen mich vielleicht schon. Ich bin Sarah. Ich habe auch bisher immer die Klassenbildungspodcasts gemacht. Ich habe mir jetzt einen Genossen dazu geholt, Jill, der das ab jetzt zusammen mit mir machen wird. Genau, wir haben uns heute überlegt, dass wir uns über das Thema Faschismus unterhalten wollen. Dabei werden wir ganz verschiedene Themen anreißen. Also zum einen, wie ist Faschismus eigentlich entstanden? Was ist so die Historie davon? Dann aber auch modernen Faschismus und natürlich, das gehört dazu, antifaschistische Strategie. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass als allererstes der Genosse direkt einsteigt und was darüber erzählt, was ist denn eigentlich Faschismus? Ja, hi erstmal. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Was ist eigentlich Faschismus? Ist natürlich eine relativ weite Frage, muss man sagen. Ich denke, da müssen wir schon ein bisschen ausholen, aber das ist auch gar kein Problem. Ich denke nämlich einfach, es reicht nicht, da sich einfach oberflächlich faschistische Staaten anzuschauen, egal ob jetzt aus der Vergangenheit oder heute, und dann quasi irgendwelche Eigenschaften dieser Staaten aufzuzählen, sondern eigentlich müssen wir uns ja damit beschäftigen, was der Kern des Faschismus ist und was der Grund ist, warum wir bestimmte Staaten als faschistisch bezeichnen. Es sollte uns also vor allem um die entscheidenden Merkmale des Faschismus gehen. Trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir erstmal mit ein paar Basics anfangen. Also das Wort Faschismus hat seinen Ursprung im italienischen Wort Fascio, was so viel bedeutet wie Bund. Und in Italien wurde das Wort bereits ziemlich früh von der revolutionären Arbeiterinnenbewegung benutzt. Bei der Begriffsgeschichte spielt aber auch die Geschichte des Rutenbündels, also Fasces, das im Römischen Reich ein Machtsymbol war, eine ziemlich wichtige Rolle. Denn im 19. Jahrhundert wurde dieses Symbol von der nationalen Bewegung in Italien übernommen. Die faschistische Bewegung in Italien war zu Beginn dann in den Fasci di Combattimento, also Kampfbünden, organisiert. Und die könnte man so mit den Freikorps in Deutschland vergleichen. Ja, das ist so ein bisschen der begriffliche Ursprung vom Faschismus. Eine tiefere inhaltliche Bedeutung gibt es auch eigentlich nicht. Historisch betrachtet kann man sagen, dass der Faschismus als große politische Bewegung nach 1918 in verschiedenen europäischen Ländern entstanden ist und die unmittelbaren Ausgangspunkte waren quasi das Ende des Ersten Weltkriegs, dann die sozialistische Oktoberrevolution in Russland und aber auch die Revolutionsanläufe in verschiedenen Ländern, zum Beispiel Deutschland, Italien, Ungarn auch. Ja, angeführt wurden die Faschisten in Italien von Benito Mussolini, der quasi Führer einer sehr frühen faschistischen Bewegung war und 1922 auch an die Macht kam und in Italien das erste faschistische Regime errichtete. Ja, das in Italien, das ist natürlich interessant und sagt uns ja auch ein bisschen was über den Ursprung vom Faschismus in Europa. Aber es ist vielleicht auch interessant, sich das nochmal für Deutschland mehr anzugucken. Also vielleicht magst du einfach was dazu noch sagen. Also in Deutschland entstand die faschistische Bewegung nach Ende des Ersten Weltkriegs und da vor allem nach der Niederschlagung der Novemberrevolution, also 1918, 1919. Es gab damals eben die faschistischen Freikorps und die 1919 gegründete Deutsche Arbeiterpartei, die sich dann 1920 in NSDAP umbenannte. Aus dieser Bewegung entwickelte sich dann der Hitlerfaschismus, der ab der Machtergreifung 1933 millionenfach mordete, den Holocaust zu verantworten hat und für viele sicherlich so der Inbegriff des Faschismus ist. Ja, soweit erstmal zum begrifflichen und historischen Ursprung des Faschismus. Auf die Entstehungsgeschichte werden wir gleich auch nochmal näher eingehen, denke ich. Man kann aber sagen, dass sich das, was ich bis hierhin gesagt habe, größtenteils eigentlich mit dem deckt, was man halt aus den bürgerlichen Medien über den Faschismus weiß, was man in der Schule darüber lernt. Und während bürgerliche Quellen den Faschismus jetzt beispielsweise als eine nach dem Führerprinzip organisierte, nationalistische, antidemokratische oder auch rechtsradikale Bewegung definieren, beziehungsweise eine totalitäre Herrschaftsform, die eben auf dieser faschistischen Ideologie basiert, müssen wir uns das, glaube ich, noch etwas genauer anschauen, um das wirkliche Wesen des Faschismus rauszuarbeiten.
Das würde ich, glaube ich, so ähnlich sehen. Das liegt, denke ich, auch daran, dass wir einfach eine ganz grundlegend andere Herangehensweise an unsere Analysen haben. Und wir unterscheiden uns da ja auch schon sehr stark vom bürgerlichen Standpunkt, dadurch, dass wir Marxistinnen-Leninistinnen sind. Und ja, vielleicht willst du einfach mal erzählen, was du denkst, wie man so an die Frage herangehen sollte. Also wie sollte man das richtig analysieren? Ich würde vielleicht mal damit anfangen, dass wir als Marxistinnen-Leninistinnen die gesellschaftliche Entwicklung als eine Entwicklung des Klassenkampfes betrachten. Die Menschen in einer Klassengesellschaft sind immer Teil einer bestimmten Klasse, und zwar auf Grundlage ihrer Stellung im Produktionsprozess, ob sie Produktionsmittel besitzen oder nicht und inwieweit sie am gesellschaftlichen Reichtum auch teilhaben. Diese Klassen und ihre jeweiligen Interessen prägen dann das gesamte gesellschaftliche Leben, somit auch den Staat und die Politik. Politische Strömungen haben also immer eine Klassenbasis. Das sind die Klassen, deren objektive Interessen die Strömung vertritt und die sie anführen. Außerdem haben politische Strömungen eine Massenbasis. Das sind jene Klassen, die in der Bewegung aktiv sind und für sie kämpfen, auch wenn das teilweise irrational oder gegen ihre eigenen Interessen ist. Jeder Staat ist also geprägt durch die Klasse, die die Produktionsmittel besitzt und damit letztlich auch die gesellschaftliche Macht in ihren Händen hat. Im Kapitalismus ist das die Bourgeoisie. Der kapitalistische Staat ist für die Bourgeoisie also ein Mittel, um ihre Macht zu erhalten und die eigenen Interessen durchzusetzen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sprechen wir dann davon, dass der Kapitalismus sein höchstes Stadium erreicht hat, nämlich den Imperialismus. Der Imperialismus hat verschiedene Merkmale, die Lenin damals herausgearbeitet hat. Er ist aber sicherlich dadurch gekennzeichnet, dass die Zentralisation und Konzentration des Kapitals eine Monopolbourgeoisie hervorbringt, weshalb wir auch von Monopolkapitalismus sprechen. Große Monopole kontrollieren im imperialistischen Weltsystem dann die Weltproduktion und nutzen den Staatsapparat, um Maximalprofite zu generieren. Das ist also der gesellschaftliche Kontext, in dem der Faschismus entstanden ist, um die aufkeimende revolutionäre Arbeiterinnenbewegung nach Ende des Ersten Weltkriegs zu zerschlagen. Diese wollte nämlich den Kapitalismus auf den Müllhaufen der Geschichte werfen und die KapitalistInnen hatten da logischerweise etwas dagegen. Um den Faschismus charakterisieren zu können, müssen wir ihn jetzt also klassenmäßig einordnen. Man könnte sagen, dass der Faschismus die radikalste konterrevolutionäre Kampfpartei in den Händen der Monopolbourgeoisie ist. Damit ist er quasi sowas wie das reaktionäre Gegenstück zu der revolutionären Partei neuen Typs, die die Bolschewiki in Russland als ihr Parteikonzept entworfen haben. Im Imperialismus tritt der Faschismus in allen bürgerlichen Staaten in Erscheinung, sowohl im imperialistischen Zentrum, also in den führenden imperialistischen Ländern, als auch in den Kolonien bzw. Neokolonien. Der Faschismus mobilisiert Teile der unterdrückten Massen als Waffe zur Vernichtung der kommunistischen Bewegung, der Zerschlagung der Arbeiterinnenbewegung sowie zur Errichtung der Weltherrschaft des eigenen Imperialismus im Konkurrenzkampf mit anderen imperialistischen Ländern. Dabei sorgt der Faschismus dafür, dass Teile der unterdrückten Massen sich fanatisieren und ihrem Nationalismus und Rassismus freien Lauf lassen, was die maximale Radikalisierung des Staates ermöglicht. Wenn der Faschismus an die Macht kommt, dann ersetzt er quasi eine Form der kapitalistischen Klassenherrschaft durch eine andere. Und zwar ersetzt er die bürgerliche Demokratie durch die faschistische Diktatur. Der bulgarische Kommunist Georgi Dimitrov hat 1935 den Faschismus an der Macht als die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals bezeichnet. Der springende Punkt ist hier, dass der Faschismus auch mit all seiner Brutalität unter bestimmten historischen Bedingungen durchaus im rationalen Interesse der Monopolbourgeoisie ist. Die Monopolbourgeoisie ist quasi seine Klassenbasis. Durch verschiedene ökonomische, politische, aber halt oft auch psychologische Triebkräfte schafft der Faschismus es, seine Massenbasis zu mobilisieren, die sich dann vor allem aus dem Kleinbürgerinnentum, aber auch aus Teilen der Arbeiterinnenklasse speist. Die faschistische Bewegung ist dabei aber auch keine reine Marionette des Großkapitals, die jetzt allein durch Demagogie die Massen aufhetzt. Noch ist es einfach die rebellische Bewegung des Kleinbürgerinnentums. Wie genau der Faschismus wirkt bzw. gewirkt hat, werden wir uns heute, denke ich, unter verschiedenen Aspekten nochmal näher anschauen. Aber vielleicht wollen wir als nächstes nochmal darüber sprechen, wie genau der Faschismus entstand und wie er sich dann auch so entfalten konnte, wie er es in Deutschland beispielsweise getan hat.
Genau, also ich würde da jetzt, glaube ich, direkt einfach ein bisschen auf Deutschland eingehen und die Art, wie sich das in Deutschland durchgesetzt hat. Genau, dass sich der Faschismus hier so durchsetzen konnte, wie der das vor und während dem Zweiten Weltkrieg getan hat und dass jetzt nicht einfach genauso in irgendeinem anderen Land auf der Welt passiert ist. Das ist nicht einfach irgendein Zufall, das sind ja die meisten historischen Ereignisse nicht, sondern wenn man sich das Deutschland des 20. Jahrhunderts anguckt, dann sieht man, dass das ganz besondere Voraussetzungen mit sich gebracht hat. Also Deutschland hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts mit reaktionären Vordenkern wie Friedrich Nietzsche immer mehr zum Zentrum der Weltreaktion entwickelt, im ideologischen Sinne, könnte man sagen. Darüber hinaus gab es in Deutschland historisch gesehen auch eine besondere Tradition von Staatshörigkeit. Auf die konnte dann der Faschismus sehr gut aufbauen. Denn im Gegensatz zum Beispiel zu England oder zu Frankreich ist der bürgerliche Staat in Deutschland nicht durch eine Revolution entstanden, sondern durch die Unterwerfung der Fürstentümer durch das Königreich Preußen, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der preußische Staat hatte damit bereits zu Beginn einen besonders reaktionären Charakter, kann man ja, denke ich, so formulieren. Zum Beispiel wurde der Staat selbst als auch die Verwaltung und das Militär von der halbfeudalen Klasse der Junker gesteuert. In Preußen hat man sich da ideologisch stark auf eine Idealisierung von einem Obrigkeitsstaat gestützt. Man hat auch einen starken Untertanengeist erzeugt, der dafür ja auch nötig war. Und auch hierauf, kann man sagen, konnte der Faschismus in Deutschland dann gut aufbauen. Zu dieser ideologischen Beeinflussung der Bevölkerung, die sich auch auf den Charakter der Leute ausgewirkt hat, kam noch die Besonderheit dazu, dass der deutsche Kapitalismus ganz früh ins Stadium des Monopolkapitalismus übergegangen ist. Hierfür haben Teile der Bourgeoisie den preußischen militärischen Staatsapparat auch ausgenutzt. Und ja, der hat sich, wie eben bereits schon mal erwähnt, ja vor allen Dingen am Anfang unter der Kontrolle der Junker befunden. Der deutsche Imperialismus hat damit schon in seinen frühen Anfangsstunden über einen sehr weitgehend organisierten Staatsapparat verfügt, der auch sehr starke staatsmonopolistische Züge besessen hat. Und das hat sich dann unter anderem darin geäußert, dass Betriebe zusammengelegt wurden, dass es staatliche Festlegung von Preisen gab, aber auch, dass es zum Beispiel eine staatliche Übernahme gab von einzelnen Wirtschaftszweigen. Diese staatsmonopolistische Organisationsform ist dann im Ersten Weltkrieg in der Errichtung einer Militärdiktatur gegipfelt. In dieser Zeit haben sich die deutschen Monopole letztlich auch eine große Anzahl an politischen, wirtschaftlichen und propagandistischen Organisationen geschaffen. Das haben sie gemacht, um sich den Staat und auch weite Teile des gesellschaftlichen Lebens unterzuordnen. Und zu den wichtigsten dieser Organisationen zählten und zählen auch heute noch die Unternehmerverbände, wie zum Beispiel der Bund der Industriellen oder der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller, als zentrale antigewerkschaftliche Organisationen in Deutschland. Diese Verbände sind üblicherweise von den Managern zentraler Monopole geführt. Und das war nicht damals so, sondern das ist auch heute noch so. Also einige dieser Organisationen gibt es eben auch noch genauso, wie sie vor über 100 Jahren entstanden sind. Genau, also das waren jetzt mal so ein bisschen die Voraussetzungen, unter denen der Faschismus möglich wurde in Deutschland. Aber vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr auf das konkrete Interesse, das hinter der faschistischen Bewegung stand, eingehen. Ja, das ist sicher eine interessante Frage. Das kann ich auf jeden Fall nochmal machen. Also ich würde sagen, ein Grund war sicherlich, dass der deutsche Imperialismus über wesentlich weniger Kolonien verfügt hat, als zum Beispiel seine Konkurrenten England und Frankreich. Es kam halt zu einer Aufteilung der Welt und dazu ist der deutsche Imperialismus sozusagen zu spät gekommen. Also er hat einfach nicht so viel kolonialisiert wie die anderen Staaten. Und das hat dazu geführt, dass er, um sich neue Einflusssphären zu sichern, besonders aggressiv vorgehen musste. Also anders als zum Beispiel zu Zeiten des klassischen Kolonialismus, nenne ich das jetzt mal, konnte man sich keine Länder mehr unterordnen, die der Kapitalismus noch nicht erreicht hatte, sondern man musste sich in einen direkten Konflikt begeben mit seinen kapitalistischen Konkurrenten. Zusätzlich dann vor dem Hintergrund der schweren Wirtschaftskrise und der Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus sowie auch der Klassenkämpfe, die sich ja immer mehr ausgeweitet haben, gab es dann eine Offensive des Faschismus in den 1930er Jahren, die vom deutschen Kapital ausgegangen ist. Und die hatte vor allen Dingen drei Ziele, kann man so ganz grob sagen. Erstens hat sie versucht, die Last der Krise auf den Schultern der Werktätigen abzuwälzen, also der Wirtschaftskrise. Zweitens hat sie versucht, das Problem der Märkte durch die Versklavung schwacher Völker zu lösen, durch letztlich auch die Steigerung der kolonialen Unterdrückung.
und ja, hat eben auch versucht, eine Neuaufteilung der Welt auf dem Weg des Krieges zu erreichen. Und dann als dritten Faktor kann man eben sagen, dass man versucht hat, den anwachsenden Kräften der Revolution etwas entgegenzusetzen und diese eben konterrevolutionär zu zerschlagen. Und dafür ist eben der Faschismus auch ein zentrales Element. Also Faschismus ist eben auch dazu da, um fortschrittliche Kräfte zu bekämpfen. Und Antikommunismus spielt da eine ganz große Rolle in der Ideologie. Genau, jetzt habe ich ja so ein bisschen was darüber erzählt, wie der Faschismus in Deutschland entstanden ist oder was so die besonderen Bedingungen waren. Ich denke, es macht auf jeden Fall auch noch Sinn, ein bisschen mehr noch auf die Ideologie einzugehen. Und vielleicht willst du das ja nochmal übernehmen. Ja, genau. Also ich glaube, das ist sehr gut, wenn wir hier nochmal ein bisschen auf die ideologische Basis eingehen, auf die der Faschismus aufbaut. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Denn wir haben ja schon gesehen, dass der Faschismus es beispielsweise in Deutschland geschafft hat, Millionen von Menschen zu mobilisieren, obwohl die faschistische Politik ganz klar gegen ihre eigenen Interessen war. Zum Beispiel, wenn wir auf Teile der Arbeiterinnenklasse schauen. Man kann das in gewisser Weise auch heute bei der AfD sehen, wo ja immer wieder herausgestellt wird, dass viele Leute, die die AfD wählen, überhaupt nicht von ihrem Programm profitieren würden, sondern eher im Gegenteil. Nur einfach nur, indem man das immer wieder sagt, wird man die Leute nicht davon wegbekommen, AfD zu wählen. Sondern wir sehen hier eben, dass der Faschismus es auf andere Weise immer wieder schafft, zu mobilisieren. Die Frage ist also, wie schafft der Faschismus das? Also die Leute sind ja nicht dumm, aber lassen sich quasi durch die faschistische Ideologie gegen ihre eigenen Interessen einspannen. Ich denke, der Schlüssel liegt darin, dass diese faschistische Ideologie überhaupt keinen Wert darauf legt, in sich irgendwie logisch schlüssig zu sein. Und ihre innere Widersprüchlichkeit eigentlich relativ offensichtlich ist. Damit ist sie aber trotzdem erfolgreich, weil sie einfach eine tiefe emotionale Wirkung auf bestimmte Menschen hat. Eine ideologische Grundlage des Faschismus ist der sogenannte Irrationalismus. Dieser ist vor etwa 150 Jahren im Kampf gegen die bürgerliche Aufklärung entstanden. Der Irrationalismus verneint quasi, dass die objektive Realität vom menschlichen Verstand erkannt werden kann. An die Stelle von rationaler Erkenntnis, also ich sag mal, wissenschaftliche, logisch schlüssige Schlussfolgerungen über die Welt, in der wir leben, treten dann sozusagen bestimmte höhere Erkenntnisformen, könnte man sagen, also beispielsweise die Intuition oder das Erleben. Der Irrationalismus lehnt Wissenschaftlichkeit ab, er lehnt auch menschlichen Fortschritt generell ab und kehrt stattdessen zu idealistischen Mythen zurück. Einer der bekanntesten Vertreter des Irrationalismus ist Friedrich Nietzsche, den Sarah eben auch schon erwähnt hat. Nietzsche hat quasi abseits der monotheistischen Religion, also Christentum, Islam und Judentum, eine Reihe von neuartigen Mythen geschaffen. Bei Nietzsche geht es dann beispielsweise um sowas wie die Idee des Herrenmenschen, der den anderen Menschen überlegen ist. Er spricht dann auch von der prachtvoll nach Beute und Sieg lüstern schweifenden blonden Bestie, die sich eben von Zeit zu Zeit mal entladen müsste. Und ich denke, da sieht man auch die Verbindung zur faschistischen Ideologie eigentlich sehr deutlich. Nietzsche verneint auch gesellschaftlichen Fortschritt und sieht Geschichte eigentlich als eine mehr oder weniger zufällige Abfolge von sogenannten Überwältigungen, die den, wie er sagt, Willen zur Macht im sozialdarwinistischen Konkurrenzkampf quasi zur höchsten Tugend machen. Die Gedanken von Nietzsche wurden von der deutschen Monopolbourgeoisie dankbar aufgegriffen, denn sie passten eigentlich sehr gut zu ihren Interessen. Die Monopolbourgeoisie hatte schlicht kein Interesse daran, dass fortschrittliche Gedanken von Aufklärung und der Gleichheit der Menschen Auftrieb bekommen. Das hängt eben mit dem zusammen, was Sarah eben gesagt hat, nämlich, dass es in Deutschland nie so wirklich eine konsequente bürgerliche Revolution gab, im Unterschied zu Frankreich oder England. Und beim Kompromiss mit den Junkern, also dem Kompromiss mit dem Feudalismus, waren fortschrittliche Gedanken eigentlich nur im Weg. Ja, das ist ja jetzt so ein bisschen was dazu, wie Deutschland eigentlich oder das deutsche Monopolkapital eigentlich keinen Bock hatte auf den Gedanken der Aufklärung. Also das heißt keinen Bock, aber erstmal gar kein Klasseninteresse daran. Und das ist, glaube ich, dann interessant, sich zu fragen, was tritt denn eigentlich an die Stelle? Da ist ja jetzt nicht einfach ein Loch, sondern da muss ja irgendwas anderes hingekommen sein. Ja, auf jeden Fall. Und wir können heute sehen, dass der deutsche Faschismus sich eigentlich auf eine Reihe von Mythen stützte, die für die Massen quasi eine Ersatzreligion darstellen sollten. Es ging darum, quasi auf Basis typischer Persönlichkeitsmuster, die Emotionen, aber insbesondere halt auch die Ängste
die viele Menschen hatten, anzusprechen und sie darüber halt für den Faschismus zu gewinnen. Diesen reaktionären und rassistischen Mythen drückten sich dann in so einer vernebelten Form Emotionen und Bedürfnisse aus, die die Menschen in den herrschenden Klassen, aber halt auch in Teilen der unterdrückten Klassen, real fühlten und die deshalb auch bei vielen Menschen auf Resonanz stießen. Es geht dabei sehr viel um Angst. Im Kern könnte man vielleicht sagen, um die Angst vor Veränderung, weil viele Menschen mit Veränderung erstmal Unsicherheit verbinden. Konkret spricht diese faschistische Ideologie also die Angst an, dass die eigene Lebensweise zerstört wird und die bürgerliche Gesellschaftsordnung mit Familie, Kirche, Nation und der Kultur, die man kennt, quasi zerschlagen wird. Bei Männern zeigt sich zusätzlich die Angst vor dem Verlust der gesellschaftlichen Macht über Frauen, die sie im Patriarchat faktisch haben. Diese Ängste sind dann stark verbunden mit der Angst vor der revolutionären Bedrohung durch die unterdrückten Massen. Und diese Angst ist nicht nur in der Bourgeoisie und im Kleinbürgerentum verbreitet, sondern sogar auch in Teilen der Arbeiterinnenklasse, weil sie eben eine Veränderung der Lebensweise bedeutet. Genau an diese Angst knüpft dann die faschistische Rassenlehre an, beziehungsweise der völkische Rassismus. Dabei kommt Rassenlehre mit antisemitischen Mythen zusammen, die JüdInnen beispielsweise ein verschlagenes, hinterältiges Wesen andichten. Hinzu kommen dann pseudowissenschaftliche Elemente und eben auch die Angst vor der Revolution. Hitler sprach also nicht umsonst von einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, die er bekämpfen wollte. Dem Klassenkampf setzt der deutsche Faschismus den Rassenkampf entgegen. Er schwört also die Menschen auf den Kampf für Blut, Volk, Nation, Familie und Rasse ein. Die sogenannte Rasse ist in diesem mystischen Weltbild quasi die Verkörperung von Reinheit, von Zivilisation, Kultur und von Ordnung. Während alle Ängste, also man könnte sagen alle unterdrückten, schmutzigen, niederen Bedürfnisse, die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft einfach verdrängen, dann auf die niederen Rassen projiziert werden. Menschen anderer Herkunft, gegen die sich der völkische Rassismus richtet, werden dann als all das dargestellt, was man selbst nicht sein will. Also zügellos, wild, triebhaft oder tierisch. Gerade JüdInnen wurden im Hitlerfaschismus dann als Parasiten, Insekten oder Schädlinge gebrandmarkt. Diesen ist man in der faschistischen Ideologie dann selbst überlegen, schreibt sich aber als sogenannte blonde Bestie eben auch die historische Aufgabe zu, diese Schädlinge zu vernichten. Das gesellschaftliche Ziel dieser rassenideologischen Mystik ist es also, dass sie die unbewussten oder auch unterdrückten Ängste in den Köpfen der Massen nutzt, um sie gegen die tatsächlichen und vermeintlichen inneren und äußeren Feinde des bürgerlichen Staates aufzuhetzen. Der reale gesellschaftliche Hintergrund, der in dieser faschistischen Mythologie zu einer Bedrohung von Rasse, Blut, Volkskörper oder Zivilisation ja quasi verklärt wird, ist eigentlich aber die revolutionäre Bedrohung, die von den unterdrückten Klassen und auch den Frauen der unterdrückten Klassen ausgeht, also der Kampf für die sozialistische Revolution sowie der Kampf gegen das Patriarchat. Und ja, ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass eben auch das Patriarchat quasi ein wichtiges Element faschistischer Ideologie ist, weil das Patriarchat natürlich auch das Wesen, den Charakter der Menschen ganz massiv prägt und auch hier quasi die Angst vor Veränderung etwas ist, woran die FaschistInnen anknüpfen können. Und ich denke, man kann eigentlich an sehr vielen Stellen sehen, dass Faschismus sehr, sehr viel mit der Charakterstruktur von Menschen zu tun hat. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir da einfach nochmal näher drauf eingehen. Dann lass uns das doch gemeinsam nochmal anschauen. Also am Anfang habe ich ja schon ein bisschen was dazu gesagt, dass den Menschen in Preußen bereits eine gewisse Hörigkeit anerzogen worden ist. Und ich denke, das ist wichtig, um zu verstehen, wie der Mensch dann im Faschismus erzogen wurde, weil darauf baut der Faschismus ja letztlich auf in Deutschland, auf der vorherigen Geschichte Preußens. Und das ist eben auch bei der Erziehung und beim Charakter der Menschen so. Genau, und so können wir, glaube ich, dann ganz gut verstehen, wie die Ideologie des Faschismus schließlich den Charakter geprägt hat. In Preußen, genau wie später dann im deutschen Faschismus, hat die autoritär-patriarchale Kleinfamilie eine große Rolle in der Erziehung der Menschen gespielt. Und das tut die Kleinfamilie an sich auch heute noch, auch wenn die Eigenschaften, die uns da anerzogen werden, in einem gewissen Sinne sicher anders sind als die, die in Preußen anerzogen wurden oder dann später im deutschen Faschismus.
Die Kleinfamilie spielt ja im Kapitalismus allgemein eine relativ große Rolle, aber eben auch in der Erziehung und darin, uns ins kapitalistische System zu integrieren. Denn die gewöhnt uns an das gesellschaftliche System, von dem wir später Teil werden sollen. Und das ist der allererste Ort, an dem wir als Kinder quasi darauf hingewiesen werden, wo später unser Platz in der Gesellschaft sein soll. Also, dass wir letztlich die Unterdrückten sein werden, das erfahren wir schon von Kind an in der Familie, wo wir uns letztlich unseren Eltern unterordnen müssen. Und das sehen wir dann auch nochmal letztlich im patriarchalen Kontext daran, dass sich zum Beispiel auch die Mutter eben dem Vater unterordnet, beziehungsweise ja eben Väter ja ihre Frauen unterdrücken. In der preußischen Zeit waren die Familienverhältnisse, in denen man aufgewachsen ist, geprägt von einer starken Religiosität, also vom Protestantismus, aber auch vom Katholizismus. Und außerdem waren sie auch geprägt von einer gewissen emotionalen Distanz zu den eigenen Eltern, von auch körperlicher Züchtigung bis hin letztlich zu patriarchaler und auch sexualisierter Gewalt. Insbesondere das konservative Kleinbürgerinnentum, der Mittelstand, wenn wir das mal so nennen wollen, sowie Teile der Arbeiterinnenklasse, die zum Beispiel noch mit einer begrenzten Kommandogewalt in den Betrieben aufgewachsen sind, also Vorarbeiter oder Meister, haben dann einen bestimmten Persönlichkeitstypus entwickelt. Also unter denen hat sich ein bestimmter Persönlichkeitstypus entwickelt, der dann später die Massenbasis für den deutschen Faschismus gebildet hat. Ja, dieser Persönlichkeitstyp ist gezeichnet, kann man glaube ich fast sagen, von der Gewalt, die der seit frühen Kinderjahren in der Familie erlebt hat. Er hat letztlich Angst vor Macht und er hat trotzdem selbst den Drang, aus dieser Rolle auszubrechen und eben selber Macht auszuüben. Eine nicht zu verachtende Rolle hat zusätzlich, denke ich, ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität, also zur eigenen Sexualität gespielt, da diese auch zu der Zeit relativ stark unterdrückt worden ist. Und man hat sich auch ausgezeichnet, beziehungsweise diese Charaktertypen, durch eine gewisse Ängstlichkeit, eine Irrationalität, eine Anfälligkeit auch für Religiosität und für Mystik und auch Neigungen zum Beispiel zu unkontrollierten emotionalen Ausbrüchen. Mit dahin gehört quasi auch die Anbetung von starken Männern, was ja was damit zu tun hat, wenn du ja selber eben keine Macht hast, aber gerne in diese Position aufrücken möchtest, dann liegt das natürlich sehr nahe, dass du eben zu starken Männern in Anführungsstrichen aufblickst, dir wünscht die Rolle eben von denen zu haben und auch darüber, ne, in einem gewissen Komplex, kann man vielleicht sagen, einen eigenen Größenwahn entwickelst. Diesen Charaktertypen würden wir als autoritär-patriarchalen Charaktertypus beschreiben. Und ich glaube, eigentlich wäre es super interessant, sich anzuschauen, wie kommt man eigentlich darauf, diese ganzen Eigenschaften miteinander zu verbinden? Woher wissen wir, dass es diesen Charaktertyp gab und so weiter? Ich glaube aber auch, dass das heute ein bisschen zu weit führt. Man kann halt sagen, es gab dazu halt gewisse psychologische und auch soziologische Arbeiten, die das untersucht haben. Und das ist nicht erst heute im Nachhinein quasi nach dem Faschismus entstanden, sondern das ist schon in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht worden. Also auch da schon erste Untersuchungen dazu. Und auch damals gab es dann halt Romane, Filme und so weiter, die genau darauf aufgebaut haben und die diesen Persönlichkeitstyp auch widerspiegeln. Man muss, denke ich, auch dazu sagen, nicht nur wurden diese Untersuchungen jetzt nicht nur im Nachhinein gemacht, sondern sie sind auch heute noch relevant. Man kann nämlich sagen, dass man, wenn man sich den autoritär-patriarchalen Charakter anguckt, der nicht nur damals existiert hat und auch nicht nur damals die Massenbasis für den Faschismus gebildet hat, sondern im Grunde genommen dieser Charaktertyp das bis heute noch tut. Dabei bleibt er auch kein deutsches Alleinstellungsmerkmal, auch wenn das Deutsche Kaiserreich sicher einen besonders günstigen Nährboden dafür geschaffen hat, sondern tritt auch eben in anderen Ländern auf, wo sich eben eine faschistische Massenbasis bildet, beziehungsweise eine faschistische Massenbasis bildet sich eben genau mit Menschen dieses Charaktertypus. Ja, der tritt auch nicht, und das müssen wir uns auch klar machen, nur bei Faschistinnen auf. Also nur wenn man diesen Charaktertyp hat, in Anführungsstrichen, wird man nicht automatisch Faschist. Damit würde man den Leuten einerseits, glaube ich, auch die Eigenverantwortung absprechen. Auf der anderen Seite muss man sich klar machen, dass es heute eine Vielzahl an Menschen gibt, ja, die dafür empfänglich sind. Das ist ein Charaktertyp, der im Kapitalismus eigentlich entstehen muss. Also eine Gesellschaft, die auf Ausbeutung fußt, auf Patriarchat fußt, auf Unterdrückung letztlich und Ausbeutung. Das ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit, dass
Charaktertypen entstehen, die das auch in sich tragen, weil sie letztlich in dieser Gesellschaft aufwachsen, weil sie von Kind an genau diese Unterdrückung eben auch erleben. Der autoritär-patriarchale Charakter, der kann also nicht nur unter Verschissenen vorkommen, sondern den trifft man eigentlich von der bürgerlichen Partei bis hin zum kommunistischen Zirkel überall. Und da nimmt er dann auch häufig führende Rollen ein. Also nicht mal letztlich unsere politische Richtung kann sich davon freisprechen, dass es diesen Charaktertyp da irgendwo gibt, sondern auch bei uns trifft man den sicherlich an. Das ist aber, also der Unterschied legt sich darin, dass der Faschismus das Potenzial letztlich in den charakterlichen Widersprüchen am besten ansprechen kann. Also der Faschismus nimmt das Potenzial dieses Charaktertypus und entfaltet es quasi, aktiviert quasi eine zerstörerische politische Energie. Nicht jetzt auf irgendeine mystische Weise, sondern einfach, indem er sich die halt zugänglich macht durch Ideologie, dadurch, dass er die Menschen anspricht. Darauf gehen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr ein. Schafft man es, das Potenzial letztlich des Charaktertypus in die richtige Richtung zu lenken, dann bildet das eben die Quelle für eine Radikalisierung eines imperialistischen Staates unter dem Faschismus. Und wir können auch heute noch sehen, wie das dann eben seine Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat, in der postfaschistischen BRD. Dabei ist es, glaube ich, auch wichtig hervorzuheben, dass ja in der Vorbereitung als auch dann im Faschismus selber eben systematisch durch faschistische Kräfte und die reaktionärsten Teile des Kapitals daran gearbeitet wird, dieses Potenzial zu aktivieren. Und wir müssen uns bewusst machen, dass letztlich die Herausbildung bestimmter Charaktertypen ein gesellschaftlicher Prozess ist. Ich glaube, sich das bewusst zu machen ist wichtig, weil man sonst zu so krummen Analysen kommt, wo der Mensch jetzt irgendwie verdammt ist, dazu schlecht zu sein. Dabei sind das, wie eben bereits dargelegt, eben gesellschaftliche, kapitalistische Verhältnisse, die Menschen mit diesem Charaktertyp hervorbringen. Und die Menschen haben eben auch immer noch die Macht, sich zu verändern. Wir haben auch die Macht, daran mitzuwirken, indem wir eben real dafür kämpfen, dass die faschistische Ideologie bekämpft wird, dass wir real Klassenkämpfe entwickeln, dass wir Solidarität unter Arbeiterinnen fördern, dass wir auch selber an der Entwicklung einer Gesellschaft arbeiten, in der es eben kein Interesse mehr am Faschismus gibt, in der es kein Interesse mehr an Konkurrenz gibt, die eben nicht solche Charaktertypen letztlich regelmäßig, gesetzmäßig hervorbringt. Wir haben uns jetzt ja viel schon zum historischen Faschismus angeguckt und auch wenn das lange sicher nicht genug ist, man das sicher noch sehr breit ausführen kann, haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns auch noch den modernen Faschismus angucken wollen und eben auch ein bisschen das, was dazwischen lag. Also zum Beispiel eine Frage, die in Deutschland ja sehr häufig gestellt wird oder die viele, denke ich, schon mal mitbekommen haben, ist, wurde Deutschland eigentlich konsequent entnazifiziert? Also gab es das überhaupt? Und auch das haben wir uns gedacht, wollen wir heute mit euch beantworten. Ja, total. Und ich denke, diese Frage kann man eigentlich recht kurz und knapp beantworten. Zumindest, wenn man sich die BRD anschaut. Denn dieser hat faktisch keine wirkliche Entnazifizierung stattgefunden. Und wir wollen uns jetzt tatsächlich auch im nächsten Teil vor allem auf die BRD konzentrieren. Die Geschichte der DDR in der Nachkriegszeit ist sicherlich auch interessant. Aber ich denke, am Beispiel der BRD sieht man halt sehr plastisch, dass diese Entnazifizierung letztlich ein reiner Mythos war und es eigentlich eine sehr große faschistische Kontinuität im deutschen Staat gab. Und diese, man kann eigentlich sagen, nahtlose faschistische Kontinuität gab es nach Ende des Zweiten Weltkriegs eben sowohl im Kapital, also das heißt bei den KonzernbesitzerInnen, die ja den Hitlerfaschismus auch finanziert haben, unter Hitler massive Reichtümer angehäuft hatten, nicht zuletzt auch durch die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen, aber auch im Staat. Die faschistische Diktatur war zwar beendet, aber nur ein äußerst geringer Teil der Kriegsverbrecher wurde tatsächlich auch verurteilt. Und viele hochrangige Nazis konnten im Staatsapparat der BRD Karriere machen. Man kann ganz generell sagen, dass die staatlichen Strukturen der BRD, insbesondere der Repressionsapparat, also etwa die Geheimdienste, an führender Stelle von alten Nazis aufgebaut wurde. Die Intention der westlichen Besatzungsmächte in Deutschland war auch ganz bestimmt nicht, irgendwie den Faschismus zu zerschlagen, sondern eigentlich die Verhinderung einer sozialistischen Revolution. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Situation nämlich die, dass die Sowjetunion in diesem Krieg zwar viele Millionen Menschen verloren hatte, es nun nach dem Krieg aber einen großen Block von sozialistischen Ländern und Volksdemokratien
unter dem Einfluss der Sowjetunion gab, sodass eine weitere Ausbreitung des Sozialismus akut eine reelle Möglichkeit war. Und das wollten die westlichen Besatzungsmächte natürlich um jeden Preis verhindern. Und die radikalsten AntikommunistInnen, die sie finden konnten in Deutschland, waren nun mal ohne Frage die alten Nazis. Und deshalb übertrug man ihnen auch gerne Verantwortung in der BRD. Ein prominentes Beispiel ist sicherlich der Jurist Hans Globke, der im Hitlerfaschismus noch Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze war und dann ab 1953 10 Jahre lang Kanzleramtschef unter Konrad Adenauer war. Faschistische Militärs und Geheimdienstler bauten nach dem Zweiten Weltkrieg bewaffnete faschistische Gruppen auf, die im Falle einer sowjetischen Invasion Angriffe hinter den feindlichen Linien verüben sollten. Das war damals eingebettet in die sogenannte Stay-Behind-Operation der NATO. Für diese rekrutierte vor allem der Nazi- und Kriegsverbrecher Klaus Barbie, um mir einen Namen zu nennen. Der schwerste Anschlag der Nachkriegsgeschichte, also das Oktoberfestattentat 1980 in München, wo 13 Personen getötet und über 200 verletzt wurden, wurde dann von der Wehrsportgruppe Hoffmann verübt, ebenfalls eine bewaffnete Nazi-Organisation. Ja, wir können also sehen, es gab in der BRD eine starke und bewaffnete faschistische Bewegung sowie einen faschistisch durchsetzten Staatsapparat, der sicherstellte, dass jede revolutionäre Arbeiterbewegung im Keim erstickt wurde. Deutschland hatte den Weltkrieg zwar verloren, aber die faschistische Konterrevolution war in dem Sinne erfolgreich gewesen, dass sie eine proletarische Revolution verhinderte und die Produktionsmittel in privater Hand geblieben sind. Und naja, dieser Sieg sollte dann auch gesichert werden. Ja, diese faschistische Kontinuität, die wir sehen können, fand sich nicht nur im Staat, sondern auch in der gesamten Gesellschaft wieder und wurde etwa auch durch die Erziehung der Kinder in der Nachkriegszeit aufrechterhalten. Es gab 1951 zum Beispiel eine Umfrage, in der 40% der Befragten in Westdeutschland angaben, die Nazi-Zeit sei besser gewesen als die neu formierte BRD. Das faschistische Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, also quasi ein Erziehungsratgeber, war bis in die 70er Jahre hinein das Standardwerk in der Ausbildung von Erzieherinnen. Über die Verbrechen der Nazi-Zeit wurde in dieser Phase eher so der Mantel des Schweigens gelegt. Man könnte also sagen, dass die frühe BRD ein postfaschistischer Staat war. Die Verfassung war also bürgerlich-demokratisch, der Faschismus war auch nicht mehr an der Macht, aber die faschistische Kontinuität war eigentlich an sehr vielen Stellen sichtbar. Faschistische Ideologie hatte da auch weiterhin großen Masseneinfluss und prägte das Leben vor allem in Familien und eigentlich auch in der Gesellschaft insgesamt. Ja, wenn wir uns heute den Faschismus anschauen, sehen wir aber natürlich schon eigentlich recht große Unterschiede in der Rhetorik, in der Ideologie zu den Nazis im Hitlerfaschismus. Und man redet heute ja auch oft vom modernen Faschismus. Und ich glaube, deshalb wäre es gut, wenn wir da kurz darauf eingehen, was es damit eigentlich auf sich hat. Wenn wir heute an Faschistinnen denken, dann hat der Faschismus in unserer Vorstellung eigentlich viele unterschiedliche Gesichter, würde ich sagen. Also ich glaube, das, was du angesprochen hast, das gibt schon durchaus auch noch, dass Leute an Adolf und Eva Pärchenschürz denken, die aus dem Nazi-Online-Shop kommen, an Thorsteiner, an die sogenannte Nazi-Legende SS-Sigi, also Dinge und Menschen, die sich jetzt noch sehr klar auf die klassischen Traditionen des deutschen Faschismus berufen und sich ganz deutlich auf den auch beziehen. Aber viele von uns denken eben auch an junge Menschen, die zum Beispiel eine Promo-Aktion auf dem Brandenburger Tor organisiert haben, an letztlich Fred Perry tragende Martin Sellners, kann man vielleicht sagen, die nicht mehr Faschismus sagen, aber die eben schon noch Faschismus meinen. Genau, aber was genau macht da den Unterschied dieser, ja man könnte sagen, neuen Rechten aus? Wann und warum wird dann aus stumpfem Ausländerhass plötzlich in Anführungszeichen Ethnopluralismus? Ja, ich denke, es ist eine interessante Frage. Also die Begründung liegt hier tatsächlich nicht an einer reinen Modeanpassung oder so, was man jetzt, glaube ich, manchmal einfach so hört. Ja, Faschismus einfach neu aufgelegt, so ungefähr. Ein bisschen ist es vielleicht auch so, aber ja, das liegt eben nicht an irgendeiner Mode oder so, sondern es liegt vielmehr an der Gegebenheit, dass der deutsche Faschismus in den 40er Jahren eben erstmal vorerst eine Niederlage erlebt hat. Also mit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der offene Masseneinfluss der Rassenlehre eben schon zurückgedrängt. Der Faschismus blieb aber, ne, wenn auch in einer veränderten Form bestehen, das hast du ja eben auch erklärt. Und letztlich Millionen Deutsche blieben nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch offen Verteidigerinnen des Faschismus. Bei Millionen weiteren haben sich eben Überreste der faschistischen Ideologie erhalten. Wie wir wissen und wie du das eben auch schon mal kurz angerissen hast,
gab es jetzt keine wirkliche Entnazifizierung in der BRD. Nach 1945 ist ein weit verzweigtes Netzwerk aus Organisationen, Verbänden, Stiftungen, Verlägen, Denkfabriken und Ähnlichem bestehen geblieben. Das auch weiterhin von Kapitalkreisen und auch aus Teilen des Staatsapparates und des Militärs und Geheimdienst gesteuert worden ist und auch finanziert wurde und wird. Das hören wir ja auch immer wieder, das haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei der Verbindung zwischen dem NSU und dem Geheimdienst, das haben wir auch gesehen bei der Verbindung zwischen letztlich Georg Maaßen und der AfD. Und so weiter und so fort. Die Übergänge dieses Netzwerks zum gewöhnlichen konservativen oder sogar auch zum reformistischen Lager sind wie vor 1933 fließend geblieben. Also das kann man nicht einfach so klar abtrennen. Um diese Kontinuität erhalten zu können, musste sich die faschistische Ideologie der Form nach anpassen. Denn es ergab sich einfach die Notwendigkeit, dass sich Teile des Faschismus, die in der Machtausübung in der BRD beteiligt waren, auf die wir uns jetzt erstmal so ein bisschen fokussieren, sich an die weltpolitische Lage und auch an die Stellung der BRD anpassen mussten. Also sie mussten sich anpassen an die Teilung Deutschlands, sie mussten sich aber auch anpassen an eine veränderte Stellung im gesamten Weltsystem. Und die Westanbindung hat letztlich eine gewisse Bündnispolitik auch mit anderen europäischen Staaten erfordert. Die Zerschlagung des Sozialismus in Osteuropa und auch die Annexion der DDR sind zur höchsten Priorität geworden, während nämlich die Wiedererrichtung einer neuen völkischen Diktatur für das deutsche Finanzkapital erstmal in den Hintergrund gerückt ist. Das heißt, die Prioritätensetzung hat sich auch verändert. Ein Teil der faschistischen Bewegung hat sich also angepasst und dabei muss man, denke ich, sagen, nee, die Kerninhalte der menschenverachtenden Ideologie haben sich damit jetzt nicht verändert. Sieht halt ein bisschen anders aus. Ne? Die Menschen agieren eben auch anders, um trotzdem auch Massen ansprechen zu können. Diese Anpassung hat sich nicht nur in der deutschen, sondern letztlich in der faschistischen Bewegung international vollzogen. Und am deutlichsten hat sie sich, glaube ich, in dem gezeigt, was wir heute als neue Rechte bezeichnen würden. Also all dem, was so ab 1968 entstanden ist. Das ist dann gar nicht nur von Deutschland ausgegangen, also auch hier sehen wir wieder, auch die faschistische Bewegung ist in einem gewissen Sinne eben international. Faschismus gibt es in jedem kapitalistischen Land und zunächst von Frankreich ausgehend haben die früheren Kader der faschistischen Terrororganisation Jeune Nation von Alain de Benoist eine Denkfabrik gegründet, könnte man sagen. Die hat dann verschiedene Zeitschriften rausgegeben. Die hat die Erneuerung der faschistischen Ideologie massiv vorangetrieben in Europa. Und Benoist hat sich dabei nicht nur auf französische Vordenker bezogen, sondern auch er hat sich auf deutsche reaktionäre Intelligenz bezogen aus zum Beispiel den 1920er Jahren, wie Carl Schmitt, wie Oswald Spengler, wie Ernst Jünger und Pfannenbruck. Das sind also alles Denker, die vorletztlich Benoist kamen und auf die er gut aufbauen konnte. Wir können jetzt auch ganz lange natürlich auf die Entwicklung von Deutschland dann eingehen. Aber ich glaube, ich würde es lieber so machen, dass ich versuche, das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Also vielleicht an einer bestimmten historischen Person, weil man das, glaube ich, dann ein bisschen besser nachvollziehen kann. Und weil man dann auch sehr deutlich sieht, wie die faschistische Ideologie letztlich immer noch derselben Wurzel entspringt. Eine der Personen, an der man das halt gut machen kann, ist Armin Mohler. Also während des Krieges war Armin Mohler Mitglied der Waffen-SS, ein klassischer Nazi. Später ist er dann Sekretär geworden von Ernst Jünger und er ist auch Redenschreiber gewesen für den reaktionären Spitzenpolitiker Franz Josef Strauß aus der CSU. Das haben, glaube ich, auch viele von euch schon mal gehört. In Westdeutschland hat er auch eine steile Karriere hingelegt insgesamt. 1967 zum Beispiel hat er den ersten Konrad-Adenauer-Preis bekommen. Der ist von der frisch gegründeten Deutschlandstiftung damals vergeben worden, von der eben Adenauer als Ehrenvorsitzender, also der war der Ehrenvorsitzende. Ab 1960, also schon 7 Jahre bevor er diesen Preis bekommen hat, hat Mohler angefangen für faschistische Zeitschriften zu schreiben. Also zum Beispiel Frei hatte eine Zeitung, die hieß Deutsche Nationale Zeitung und dafür hat auch Mohler geschrieben. Später hat Mohler dann auch für die Junge Freiheit geschrieben und auch für die konservative Tageszeitung Welt, die ja auch viele von euch sicher kennen. Im Auftrag von Axel Springer hat Mohler dann im Jahr 1968 sich an der Vorbereitung von einer weiteren konservativen Wochenzeitung beteiligt. Die ist allerdings gescheitert, also die gibt es heute nicht mehr.
Außerdem war der auch entscheidender Kopf der Zeitschrift Critiquant. Die hat ja schwerpunktmäßig Rechtsintellektuelle angesprochen. Ja, so ein gewisses rechtsintellektuelles deutsches Unternehmertum. Politisch hat Mola neben der CSU zeitweise auch die faschistische Partei der Republikaner unterstützt. Die wurde Anfang der 80er gegründet und da wird Jill, glaube ich, auch später noch ein bisschen was zu sagen. Als man dann Mola 1995 gefragt hat, was er eigentlich so von Hitler hält und irgendwann, ich meine ein paar Jahre vorher auch, ob er eigentlich ein Faschist ist, hat er auf beides, kann man vielleicht platt sagen, ja, finde ich eigentlich gut geantwortet. Also als er nach dem Faschismus gefragt wurde, hat er halt gesagt, ja, im Sinne von so einem spanischen Faschisten halt. Und ja, bei Hitler hat er dann halt gesagt, ja, was heißt schon Bewunderung, aber die Kader, die Hitler geschaffen hat, die fand ich schon gut. Ja, Mola hat also nicht mal geleugnet, dass er ein Fascho ist und trotzdem konnte er für konservative Tageszeitungen einfach schreiben und es war überhaupt kein Problem. Da sieht man eben, wie das alles auch miteinander verknüpft ist und man sieht auch, wie der Faschismus eben eine gewisse Kontinuität bewahrt und eben auch letztlich alte Faschisten, die noch in der Waffen-SS waren, also ganz klassisch, dann in die neue Rechte übergehen konnten. Und sich so, ja genau, der Faschismus eben weiter durchgesetzt hat und die Menschen auch gar keine Konsequenzen für das erfahren haben und sich noch nicht mal dafür geschämt haben, das letztlich in der neuen BRD wieder ganz normal nach außen zu tragen. Nach Mola kamen ja noch einige weitere, also der hat auch noch eine Weile gelebt, aber war auch nicht der einzige Faschist in Deutschland, ja, sondern die faschistische Bewegung hat sich natürlich noch weiterentwickelt. Wir sind ja auch noch lange nicht bei heute angekommen. Deshalb ja, würden wir uns jetzt nochmal anschauen, wie sich die faschistische Bewegung dann nach 1990 entwickelt hat. Ja, genau. Und gut, also nach 1990 heißt bezogen auf die faschistische Bewegung in Deutschland, vor allem nach der Annexion der DDR. Man kann hier sicherlich erstmal festhalten, dass die faschistische Bewegung dadurch einen sehr großen Auftrieb erhalten hat und das auch über die sogenannten Baseballschlägerjahre in den 90er Jahren hinaus, nämlich eigentlich in einer recht klaren Kontinuität bis heute. Dass der Faschismus sich gerade in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung verankern konnte, zeigt sich eben schon sehr deutlich. Es darf uns dabei aber natürlich nicht darum gehen, Faschismus heute irgendwie als ein rein ostdeutsches Problem zu sehen oder die ostdeutsche Arbeiterinnenklasse für diese Entwicklung verantwortlich zu machen. Es ist aber, glaube ich, schon einfach sehr wichtig, mal darauf zu schauen, welche ökonomischen und auch psychologischen Faktoren eigentlich dazu geführt haben, dass der Faschismus im Osten eben so Fuß fassen konnte. Ja, indem er die DDR annektiert hat, konnte der deutsche Imperialismus seine Rolle im imperialistischen Weltsystem eigentlich massiv ausbauen. Praktisch wurden die gesamten wirtschaftlichen Strukturen der DDR ausgeschlachtet, um die Monopolbourgeoisie der BRD zu stärken. Detlef Rohwedder, das war so ein Manager des westdeutschen Stahlkonzerns Hoesch, wurde im Zuge der Annexion damit beauftragt, die Treuhandanstalt zu leiten. Die Treuhandanstalt privatisierte dann die in der DDR volkseigenen Industriebetriebe und das Bankwesen der DDR. Und die wurden dann für symbolische Preise an westdeutsche Unternehmen verkauft und zum größten Teil abgewickelt. Das heißt, die Betriebe wurden zerschlagen und jegliche Vermögenswerte verkauft. Ostdeutschland wurde damit, ja, man kann sagen, weitgehend deindustrialisiert. Und zwar eigentlich nur noch die verlängerte Werkbank westdeutscher Unternehmen, die ja Billiglöhne zahlen konnten und damit auch saftige Profite eingefahren haben. Die Aneignung von den Banken der DDR und auch den Versicherungen führte zusammen mit der Einführung der D-Mark in Ostdeutschland außerdem noch dazu, dass die Menschen in der DDR systematisch ihrer Ersparnisse beraubt wurden. Und man kann quasi sagen, dass die BRD sich die DDR komplett einverleibt hat. Das hatte natürlich auch massive soziale Folgen für die ostdeutsche Bevölkerung. Durch die Abwicklung der DDR-Betriebe wurden mal eben so Millionen Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitslosigkeit war plötzlich extrem weit verbreitet. Das traf vor allem auch Frauen, die in der DDR größtenteils Vollzeit gearbeitet hatten und jetzt quasi über Nacht in die Arbeitslosigkeit bzw. auch Hausarbeit gedrängt wurden. Im Osten lag die Arbeitslosenquote zwischen 1996 und 2006 relativ konstant zwischen 17% und 20%, was zu der Zeit doppelt so hoch war wie im Westen. Man kann auch heute eigentlich noch ganz gut sehen, dass die Löhne, die Renten und auch der allgemeine Lebensstandard im Osten niedriger sind, während die Arbeitslosigkeit nach wie vor höher ist.
Kein Wunder, dass diese Vernichtung von Arbeitsplätzen zu einer massenhaften Abwanderung von Ost nach West führte, vor allem von qualifizierten Arbeitskräften. Zwischen 1989 und 2008 sind 4,1 Millionen Menschen in den Westen gegangen, also ein Viertel der früheren DDR-Bevölkerung. Das sieht man vor allem in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland, wo es ja zu der Zeit ein richtig gehendes Dörfersterben gab, und die Auswirkungen davon sieht man natürlich auch noch heute. Die Ostdeutschen wurden aber nicht nur ökonomisch, sondern auch ideologisch in die Mangel genommen, indem praktisch von der, ja, man kann sagen, gesamten ostdeutschen Bevölkerung erwartet wurde, dass sie sich dafür rechtfertigen, in einem, ja, in Anführungszeichen Unrechtsstaat gelebt zu haben. Und mit dem Stasi-Argument wurde quasi die gesamte Bevölkerung in Sippenhaft genommen, was so ein, ja, man kann sagen, politisch-kulturelles Unterdrückungsmittel war, um die ökonomischen Angriffe auf die Bevölkerung auch zu rechtfertigen. Für die ostdeutsche Bevölkerung bedeutet die Annexion also nicht nur einen ökonomischen und sozialen Kahlschlag, sondern eigentlich die Vernichtung ihrer kompletten bisherigen Lebensweise. Der westdeutsche Chauvinismus diskriminierte Ostdeutsche und brandmarkte sie dann als faul, unproduktiv, rückschrittlich. Sie ist dann, die sprechen komisches Deutsch und lassen sich vom Westen mitfinanzieren, was halt wirklich chauvinistischer Müll ist. Aber diese kulturellen und eben auch psychologischen Faktoren sind sehr wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie die faschistische Bewegung in Ostdeutschland so stark werden konnte. In der Situation in Ostdeutschland drücken sich gleichzeitig, aber eigentlich in verschärfter Form Dinge aus, die generell sehr viele ArbeiterInnen und KleinbürgerInnen im Zuge der imperialistischen Globalisierung erleben. Also die materiellen Lebensstandards verschlechtern sich, die Lebensverhältnisse differenzieren sich aus, destabilisieren sich. Und es begleitet einen eigentlich die ständige Angst vor dem sozialen Abstieg, was eben auch zu psychischem Druck führt bei diesen prekären Lebensverhältnissen. Und für Frauen wächst dieser Druck eben nochmal stärker, da sie eben der Doppelbelastung von Arbeitswelt und Hausarbeit ausgesetzt sind. Wir haben jetzt ja ein bisschen gehört, wie die faschistische Ideologie in Ostdeutschland auf einem besonders fruchtbaren Boden gefallen ist. Aber wie konnten die Faschistinnen das jetzt konkret ausnutzen? Ja, wie konnten die FaschistInnen das konkret ausnutzen? Ich würde sagen, indem sie den Osten schon sehr frühzeitig als ein großes Potenzial erkannt haben und eigentlich schon kurz nach der Wiedervereinigung gezielt dort Strukturen aufgebaut haben. Zudem spielte der faschistischen Bewegung in die Karten, dass nach 1990 in der DDR inhaftierte NS-Kriegsverbrecher und später auch aktive FaschistInnen, die inhaftiert waren, einfach freigelassen wurden, quasi auf der Basis, dass die BRD ja, den Urteilen aus der DDR generell Unrechtmäßigkeit unterstellte. Und ja, unter diesen Bedingungen starteten die FaschistInnen dann eine Offensive. Zum Beispiel gab es da Michael Kühn, ja, ein jahrzehntelanger Nazikader und mutmaßlich auch V-Mann, der bei einem Treffen der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front oder GDNF einen Arbeitsplan Ost vorlegte, mit dem systematisch faschistische Strukturen in Ostdeutschland aufgebaut werden sollten. Die GDNF organisierte dann auch die Gründung der Neuen Alternative, die schon Anfang 1990 als erste faschistische Partei ins Parteienregister der DDR eingetragen wurde und sozusagen das organisatorische Fundament darstellte. Ebenfalls Anfang der 90er Jahre entwickelte dann damals die Studentenorganisation der NPD das Konzept der national befreiten Zonen. National befreite Zonen sind quasi Gebiete, in denen FaschistInnen parallel zu den staatlichen Machtstrukturen sowas wie eine eigene hegemoniale Stellung aufbauen und wo im Zweifelsfall dann eben klar ist, dass Menschen, die ihnen nicht passen, von der Straße geprügelt werden. Die Strategie der national befreiten Zonen wurde in den Jahren danach dann auch relativ konsequent angewandt und ja, die Resultate davon können wir heute eigentlich in ganzen Landstrichen in Ostdeutschland beobachten, wo es ja, in manchen Fällen halt völlig normal ist, Faschist zu sein und krasse rassistische Erfahrungen für viele Menschen einfach Alltag sind. Die faschistische Bewegung profitierte damals auch noch von ja, einer breit angelegten Kampagne gegen AsylbewerberInnen, die genutzt wurde, um eine Verschärfung des Asylrechts vorzubereiten. Also ja, etwas, was uns auch heute sehr bekannt vorkommen sollte. Damals wie heute war es im Interesse des Kapitals, nur gezielte Zuwanderung von Fachkräften zu betreiben, anstatt quasi breite Flüchtlingsströme aufzunehmen. Die bürgerlichen Medien schürten Ängste vor einer ja, sogenannten Asylflut, wie es damals hieß, und in diesem aufgehetzten Klima
organisierten FaschistInnen dann direkten Terror gegen MigrantInnen bzw. Geflüchtete, was ja eine Pogrom gegen vietnamesische VertragsarbeiterInnen in Rostock-Lichtenhagen, das war 1992, und auch in den Brandanschlägen in Mölln 1992 und Solingen 1993 ja seinen Höhepunkt fand. Auch 1993 beschloss die Regierung von Helmut Kohl dann ja, tatsächlich die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Und damit hörte faschistischer Terror aber natürlich nicht auf, sondern ging weiter. Wobei man sicherlich die NSU-Morde Anfang der 2000er Jahre, die ja, eben auch vom Staatsapparat entscheidend mitvorbereitet wurden, genauso wie das Attentat von Hanau 2020 nennen muss. Mit dem Erstarken der faschistischen Bewegung, also nach 1990, gab es dann auch immer mehr Versuche, einen parlamentarischen Arm des Faschismus in Deutschland aufzubauen. Und die Parteien, die in diesem Zuge gegründet wurden, waren jetzt aber nicht einfach ein Haufen Klischee-Neonazis, die jetzt einfach mal eine Partei gründen wollen, sondern das entstand in der Regel eben aus ja, weit verzweigten Netzwerken von Kapitalisten, die natürlich auch die nötigen Geldmittel zur Verfügung stellten, Medienunternehmer, Bundeswehrsoldaten und auch tatsächlich reaktionäre PolitikerInnen aus bürgerlichen Parteien, die eben im Hintergrund dann die Fäden gezogen haben, Kontakte herstellten und so weiter. Und ja, bereits ab so Mitte, Ende der 80er traten sowohl die Republikaner, die hat Sarah eben schon erwähnt, als auch die Deutsche Volksunion, also DVU, bei den bürgerlichen Wahlen an und fanden sich ab da eigentlich auch in dauerhafter Rivalität zueinander. Ja, über ein paar kleinere Erfolge bei einzelnen Landtagswahlen kamen beide nicht hinaus. Schon deutlich länger existiert aber die Heimat, die halt bis vor kurzem noch NPD hieß und die 2011 mit der DVU fusioniert hat. Im Laufe der 90er konnte die NPD halt hier und da Teilerfolge erzielen, konnte aber eigentlich nie den Sprung zur Massenpartei schaffen. 2012 wurde außerdem noch Die Rechte gegründet, ja, die ebenfalls eine Kleinstpartei ohne nennenswerte Wahlerfolge geblieben ist. Zu einem deutlich größeren Einfluss hat es dann, wie wir alle wissen, die AfD gebracht. Da werden wir auch später nochmal detaillierter darauf eingehen. Interessanterweise wurde aber im gleichen Jahr wie die AfD, also 2013, zudem noch der Dritte Weg gegründet, ja, der heute um die 600 Mitglieder hat und man kann sagen, die aktivste offen neofaschistische Organisation in Deutschland ist. Und ja, es gibt halt in Deutschland Stadtteile, wo der Dritte Weg eine sehr reale Bedrohung für AntifaschistInnen ist und damit nochmal eine andere, aber halt auch wichtige Rolle innerhalb der faschistischen Bewegung einnimmt. Ja, das waren jetzt vielleicht mal so ein paar wichtige Aspekte, die die Entwicklung ab 1990 nachzeichnen. Wir könnten hier vermutlich noch Stunden mit Recherchen zu faschistischen Kräften der letzten Jahrzehnte füllen. Dafür reicht eine Folge halt nicht mal ansatzweise. Man kann aber generell, denke ich, festhalten, dass die faschistische Bewegung ihren Einfluss ausgebaut hat und ihre Arbeit auf so ziemlich allen Ebenen professionalisiert hat. FaschistInnen bauen in Deutschland national befreite Zonen auf, gründen Parteien, betreiben aber auch rechte Denkfabriken, wie das Institut für Staatsforschung zum Beispiel. Sie organisieren faschistische Netzwerke in Polizei und Bundeswehr. Es werden Waffen gehortet, Munition auch und, und. Das leitet dann, denke ich, auch ganz gut über zur nächsten Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Denn wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie die faschistische Bewegung in Deutschland heute aussieht. Ja, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sich die faschistische Bewegung auch heute noch mal anzugucken, also wie sie jetzt gerade aussieht. Würde man versuchen, das Ganze zu verbildlichen, dann würde man das vermutlich als eine Art Knäuel beschreiben. Ja, Teil dieses Knäuels sind dabei sowohl die neue Rechte als auch letztlich Hitlerfaschistinnen und völkische und Rechtskonservative. Denn trotz oberflächlicher Unterschiede ja, kann man sagen, dass heute keine verschiedenen Bewegungen sind und auch keine verschiedenen Ideologien dahinter stehen, sondern im Gegenteil, das alles ist sehr eng miteinander verwoben. Im Kern haben die alle dasselbe bürgerliche Klasseninteresse und sie bedienen sich auch ideologisch zum Beispiel derselben irrationalen Mystik. Parteien, freie Kameradschaften, Krawallmedien, Literaturvertrieb, Blogs mit irgendwelchen Verschwörungsmythen, ja auch
Bücher von Tilo Sarrazin wie Deutschland schafft sich ab, AfD, NPD, Denkfabriken, Terrorzellen, das alles, würden wir tatsächlich die These aufstellen, gehört heute zusammen. Das bildet nämlich, ja, man könnte sozusagen sagen, eine Einheit. Und das sagen auch Strateginnen des Faschismus heute eigentlich ganz offen, vertreten sie auch in der Theorie, dass sie genau das wollen. Und genau so gewinnt der Faschismus auch in Deutschland Anhängerinnen. Ja, okay, ich habe schon so eine gewisse Vorstellung, dass es halt dieses faschistische Knäuel gibt. Aber wäre, glaube ich, gut, wenn du noch mal ein bisschen näher auf die verschiedenen Akteure und wieso die Verbindungen da dazwischen zustande kommen eingehen könntest. Ja, das war vielleicht noch ein bisschen zu bildlich, gebe ich zu. Ich würde es einfach mal an einem Beispiel machen. Also nehmen wir zum Beispiel den parlamentarischen Arm des Faschismus. Du hast eben ja auch schon was darüber erzählt, dass ja, das heute auch die AfD ist. Ja, wir haben eben auch darüber gesprochen, dass nach dem Erstarken der faschistischen Bewegung ab 1990 ja immer wieder versucht wurde, den aufzubauen. Und schon da fangen letztlich die Verbindungen an. Also über Jahrzehnte hinweg entstanden eben die Republikaner, entstand die DVU, entstand die Rechte, entstand Pro-Deutschland, entstand dann auch der Dritte Weg und eben die AfD, die auch den Durchbruch dann schließlich geschafft hat für den deutschen Faschismus. Und da sehen wir mehrere Dinge. Erstens, all diese Parteien sind miteinander irgendwie verknüpft. Also ehemalige Mitglieder der einen haben dann die nächste gegründet und so weiter und so fort. Die Leute wechseln immer mal wieder. Wir sehen eine Vernetzung und wir sehen auch eine Kontinuität. Genauso wie wir zwischendurch ja immer wieder auch verschiedene Fusionen der Parteien gesehen haben. Sieht man sich dann als zweites quasi die Finanzierung an. Dann sieht man sowohl eine direkte Verstrickung mit dem Kapital, wie ja den Bankier August von Fink Junior, der bis zu seinem Tod 2021 die AfD mit einigen Millionen Euro finanziert hat. Wir sehen aber auch eine Verstrickung mit dem Rest der faschistischen Bewegung. Also zum Beispiel ist auch 2021 bekannt geworden, dass der faschistische Netzwerker Tom Röhrbock, der sich selber als Söldner an der Schnittstelle von braunen Horden, Motorradfahrenden Jungs und Militärs verortet, die AfD und wichtige Vertreterinnen seit der Gründung letztlich über ein Geflecht aus Scheinfirmen, aus Medienorganen mit Geld von Kapitalisten versorgt hat und eben auch mit dem Geld von Fink. Also quasi hier die Schnittstelle zwischen Tom Röhrbock, der AfD und ihrem Finanzier. Genauso geht es dann auch weiter. Also zum Beispiel der Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten klingt jetzt erstmal ganz schön. Der hat auch was mit der Finanzierung der AfD zu tun. Der ist auch eng verstrickt mit dem Studienzentrum Weikersheim, arbeitet mit dem immer wieder zusammen. Das ist eine rechtskonservative Denkfabrik in Deutschland. Und auch über die wurden Millionen Spenden von reichen Persönlichkeiten an die AfD verschleiert. Das ist immer wieder in Recherchen bekannt geworden. Und Hauptspender soll der Immobilienmilliardär Henning Conle sein. Jetzt kann man sagen, okay, einfach noch mehr Verbindungen zum Kapital und die wollten es nicht so offen preisgeben, haben wir jetzt irgendwie verstanden. Aber es sind eben nicht nur Verbindungen zum Kapital, sondern wieder auch zu anderen Teilen der faschistischen Bewegung. Gegründet ist dieser Verein nämlich 2016 vom ehemaligen Republikaner-Parteivorsitzenden Schlierer. Der ist aber nicht nur ehemaliger Rap-Vorsitzender, nee, der hat auch noch ein Buch rausgebracht 2011 mit dem netten Titel Deutsche Opfer, fremde Täter. Und gemeinsam mit Götz Kubitschek hat er das gemacht, einem der bekanntesten faschistischen Verleger in Deutschland. Die AfD vertreibt eben nicht nur Beziehungen zu Leuten, die sie finanzieren. Sie betreibt nicht nur Beziehungen zu anderen faschistischen Parteien und Gruppen. Sie betreibt auch noch unzählige weitere Beziehungen zu Verlegerinnen, aber auch zum Beispiel zu Professorinnen und zu rechten Intellektuellen. Die Verbindungen gehen dann auch hier, hören die nicht auf, sondern die gehen noch weiter. Und wie das sich für ein ordentliches faschistisches Knäuel gehört, wo alles zusammengehört, hat die AfD natürlich auch Verbindungen in die militante Nazi-Szene. Schon 2018 hat die Taz aufgedeckt, dass jeder zweite Bundestagsabgeordnete der AfD Mitarbeiterin aus der militanten Nazi-Szene, der neuen Rechten oder der identitären Bewegung beschäftigt. Ebenso bestehen Überschneidungen mit der Reichsbürgerbewegung, mit dem IFS und mit neuen rechten Medien wie zum Beispiel Compact und der Jungen Freiheit. Die gilt ja aber mittlerweile auch quasi als inoffizielles Zentralorgan der AfD, also das jetzt nicht so besonders vielleicht wie der Rest.
Da sehen wir also, wie das alles ein bisschen miteinander, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr, sehr stark miteinander verbunden ist. Und wir konnten dann zum Beispiel, denke ich, alle 2015, als wir die angebliche Flüchtlingskrise hatten in Deutschland, alle sehr gut sehen, wie letztlich militante Faschistinnen und die AfD sich gegenseitig Aufschwung gegeben haben. Also die AfD hat irgendwelche Parolen gegen Migrantinnen gedroschen und am nächsten Tag hat mal wieder ein Flüchtlingsheim gebrannt. Außerdem konnte dann die AfD selber sich eben wieder speisen aus genau diesen Vorfällen, konnte genau auch dort Wählerstimmen abgreifen. Wir sehen also letztlich, dass die AfD mit unzähligen Banden verknüpft und verbunden ist mit den verschiedensten Teilen der faschistischen Bewegung und dass die wiederum an allen einzelnen Stellen wieder miteinander verknüpft sind. Und das ist eben nicht die AfD als Alleinstellungsmerkmal, die quasi ganz viele Arme in die Bewegung hat, sondern es ist eben die Bewegung an sich, die extrem stark miteinander verbunden ist, auch wenn sie von außen unterschiedlich scheint. Also auch wenn du eben militante Neonazis hast, die neben Leuten im Anzug letztlich in derselben Bewegung stehen, ist das so, diese Leute kennen sich, die haben einen Umgang miteinander, die unterstützen und schützen sich gegenseitig. Und letztlich können wir dann an allen einzelnen Punkten, wo wir in die faschistische Bewegung reingreifen, quasi wieder sehen. Genau diese organisatorische Vielfältigkeit ihrer Bewegung, die verwandeln sie durch ein Gerüst von erfahrenen faschistischen Kaderinnen in ihre größte Waffe. Und das ist eben das, was man nicht unterschätzen darf. Diese Menschen sind nicht zufällig miteinander verbunden, sondern sie haben eben Menschen, die jeden Tag sehr aktiv daran arbeiten, die Konterrevolution und den Faschismus in Deutschland voranzutreiben und die das mit einer großen Leidenschaft und einer großen Überzeugung tun und die eben genau diese Verbindung eben herstellen und dafür sorgen, dass es das gibt, dass letztlich das als eine Einheit fungiert, auch wenn es kein monolithischer Block ist. Jetzt habe ich ganz viel, glaube ich, erzählt darüber, wie die Bewegung heute in Deutschland aussieht. Aber Faschismus gibt es ja nicht nur in Deutschland. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir ja jetzt, wo wir uns langsam dem Ende zuneigen, nochmal auf der Welt ein bisschen umgucken möchten und uns ein bisschen der Frage widmen möchten, gibt es denn eigentlich heute faschistische Staaten auf der Welt? Ja, das kann man relativ schnell beantworten. Die gibt es nämlich definitiv, würde ich sagen. Heute, wie du sagst, sehr viel über die Situation in Deutschland schon gesprochen. Und in Deutschland geht schon halt eine reale Gefahr von Faschistinnen aus, aber sie sind halt nicht an der Macht. Auch wenn diese faschistische Gefahr vom deutschen Staatsapparat natürlich immer wieder befeuert wird. Es gibt aber eben Länder, wo genau das der Fall ist, also wo die Faschistinnen an der Macht sind. Beispielsweise in der Türkei, wo es massivste Repressionen gibt, bis hin zum Verschwindenlassen, Folter und Ermordung von fortschrittlichen Kräften. Und das Erdogan-Regime einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung führt. Ja, ähnlich wie die Türkei gibt es eben noch viele weitere Beispiele von faschistischen Staaten. Und es wäre jetzt, glaube ich, ja nicht so zielführend, hier irgendwie eine Liste aufzumachen und einfach einen Staat nach dem anderen aufzuzählen. Ich denke, was zentral ist, ist grundsätzlich, dass man eben sehen muss, dass die Länder innerhalb des imperialistischen Weltsystems sich sehr ungleichmäßig entwickeln und es immer wieder in verschiedenen Ländern zu revolutionären Situationen, zu fortschrittlichen Bewegungen, aber eben auch zu der faschistischen Reaktion kommen wird und auch aktuell kommt. Wir müssen uns also klar machen, dass im Kapitalismus alle demokratischen Grundrechte, alle sogenannten westlichen Werte oder was auch immer, letztendlich nur Schall und Rauch sind und eben auch sehr schnell über Bord geworfen werden, wenn es der Monopolbourgeoisie an den Kragen geht oder sie eben ihre Haut retten will. Gleichzeitig sollten wir nicht vorschnell jeden Staat als faschistisch bezeichnen, weil er gewisse faschistische Elemente beinhaltet oder vielleicht sogar ein faschistischer Politiker an der Regierung ist. Während man Donald Trump zum Beispiel sicherlich für einen Faschisten halten kann, würde ich die USA unter Trump nicht als faschistischen Staat einschätzen, da, bei aller reaktionären Politik die bürgerlich-demokratische Ordnung schon noch aufrechterhalten wurde. Und ich denke, ähnlicherweise könnte man das im Fall von Italien unter Giorgia Meloni argumentieren. Die faschistische Gefahr und auch die Gefahr einer faschistischen Machtübernahme besteht im Kapitalismus aber letztlich immer. Das heißt, in Zeiten, in denen die Bourgeoisie auf eine bürgerlich-demokratische Verfassung setzt, da hält sie sich den Faschismus dann eher so als Kettenhund,
der die unterdrückten Massen in eine reaktionäre Richtung beeinflusst und auch direkten Terror gegen Minderheiten verübt, aber eben noch nicht die volle Terrorherrschaft ausübt. In Zeiten, in denen die Macht der herrschenden Klasse in Frage gestellt wird, tritt der Faschismus dann eben schon als offene Terrorherrschaft der reaktionärsten Elemente der Bourgeoisie zutage. Gleichzeitig ist der Faschismus aber eben mehr als nur eine reine Marionette der Monopolbourgeoisie, sondern hat auch so ein unberechenbares Element. Daher ist, wie wir eben heute gesehen haben, immer wieder schafft, auch Teile der unterdrückten Massen zu fanatisieren. Ja, damit drängt sich letztlich eine Frage auf, über die wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, nämlich, wie können wir diese faschistische Gefahr bekämpfen? Ja, wir haben jetzt heute ja sehr lange über den Faschismus diskutiert und dabei konnten wir uns ja auch schon auf ganz viele Kommunistinnen stützen, die damals schon Analyse des Faschismus gemacht haben, ne? Also Zetkin, Dimitrov, aber auch Opitz. Und ebenso, würde ich sagen, verhält sich das mit der Lösung. Schließlich treten wir im Kampf gegen den Faschismus nicht alleine an, sondern wir treten eigentlich in die Fußstapfen von ganz vielen Antifaschistinnen, von ganz vielen Revolutionärinnen, die sich das vor uns auch schon mal angeguckt haben. Genau. Und so hat sich zum Beispiel die Kommunistische Internationale in den 30ern schon die Frage gestellt, wie können wir den Faschismus bekämpfen und was sind denn eigentlich die Gründe für die faschistische Machtübernahme? Dimitrov, ein bulgarischer Kommunist, der war damals Teil des Sekretariats der Kommunistischen Internationalen, hat dabei erarbeitet, dass der wichtigste Grund oder einer der entscheidendsten Gründe, wie der Faschismus siegen konnte, ist, dass letztlich eine Spaltung und Entwaffnung der Arbeiterinnenklasse stattgefunden hat und das letztlich ganz massiv dadurch erfolgt ist, dass eben ja die sozialdemokratische Linie der Anpassung an die Bourgeoisie sich in Deutschland auch durchgesetzt hat, dass also letztlich die Sozialdemokraten uns verraten haben, wie das auch immer diese schöne Parole sagt, die viele von uns sicher kennen. Genau. Und letztlich haben sie mit der Anpassung an die Bourgeoisie und an den bürgerlichen Staat den Weg zum Faschismus in Deutschland eben mitbereitet und haben massiv dazu beigetragen, dass das Kapital unsere Klasse angreifen konnte und letztlich der Staatsapparat faschisiert wurde. Gleichzeitig sagt Dimitrov aber eben nicht nur, die blöden Sozialdemokraten haben uns verraten oder so, sondern er macht auch eine Fehleranalyse und die können wir uns heute eben anschauen und können wir auch ganz viel daraus lernen. Ebenso wie letztlich auch Clara Zetkin ganz viel noch zu Faschismus erarbeitet hat. Wir können vor allen Dingen in diesen Texten sehen, dass dabei rauskommt, dass Kommunistinnen damals die faschistische Gefahr unterschätzt haben. Und dass das ein ganz massiver Fehler der Arbeiterinnenbewegung und auch der kommunistischen Bewegung war, dass man eben nicht von Anfang an klar hatte, wie gefährlich das ist und dass man zum Beispiel auch unterschätzt hat, wie sehr Kleinbürgertum und auch Bauernklasse schwankende Elemente sind. Als Ergebnis hat Dimitrov in seinem Referat für die KI dann vier Voraussetzungen definiert, um das Anwachsen des Faschismus und um den Machtantritt zu verhindern. Für ihn sind dabei essentiell letztlich die Kampfaktivität der Arbeiterinnen, der Aufbau einer kommunistischen Partei, die diesen Kampf anleitet, die Verbindung unserer Klasse zu den kleinbürgerlichen Schichten und zu den Bäuerinnen und letztlich ein rechtzeitiges, ein dauerhaftes und ein konsequentes Handeln gegen den Faschismus in den entscheidenden Momenten und in den entscheidenden Punkten. Die Kommunistische Internationale hat also den antifaschistischen Kampf direkt verbunden mit dem Kampf um die sozialistische Revolution. Und ich würde sagen, was vor fast 90 Jahren richtig war, ist das auch heute noch. Denn im Kapitalismus, das hast du, glaube ich, auch eben schon mal gesagt, Jill, bleibt der Faschismus immer eine Option. Es bleibt möglich, den Faschismus zu errichten. Und auch wenn wir jetzt heute nicht kurz vor dem faschistischen Umsturz in Deutschland stehen, sollten wir uns eben hüten, das faschistische Potenzial in Deutschland zu unterschätzen und auch weltweit. Und wir müssen den realen Schaden sehen, den die faschistische Ideologie heute schon in unserer Klasse anrichtet. Die Leben, die das unsere Klassengeschwister heute schon kostet und die Spaltung, die es letztlich in die Klasse trägt. Und wir sollten uns auf jeden Fall bewusst machen, dass es eben, wie wir schon gehört haben, in einigen Ländern bereits einen Faschismus an der Macht gibt. Das ist also nicht unrealistisch und es ist auch nicht super weit weg oder so.
Unsere einzige langfristige und ich würde sagen konsequente Lösung kann also nur eine Gesellschaft sein, die nicht auf der Unterdrückung anderer fußt, die sich nicht daraus speist und in der Faschismus dann eben auch keine Option mehr ist, in der das Kapital das eben nicht braucht, um seine Herrschaftsinteressen durchzusetzen, weil es das gar nicht mehr gibt. Ja, somit bleibt heute ein essentieller Dreh- und Angelpunkt in Deutschland der Aufbau der Kommunistischen Partei. Denn auf diesem Weg müssen wir als Kommunistinnen, aber auch als ehrliche Antifaschistinnen oder als Revolutionärinnen den Kampf um die Köpfe führen, um die Straße führen. Ja, und wir müssen auch den Kampf gegen den Faschismus immer wieder in unsere allgemeine Politik einbetten. Den Kampf gegen den Faschismus in die allgemeine Politik einbetten, kannst du da nochmal näher drauf eingehen, was du damit meinst? Ja, vielleicht nehme ich auch den Kampf um die Köpfe und so weiter direkt mit. Das ist ja alles noch so ein bisschen bildlich in Deutschland. Heute würde ich sagen, bedeutet der Kampf um die Köpfe zuerst, den zu führen, sicherlich Massenarbeit zu machen. Das bedeutet, jeden Tag mit unserer Klasse zu arbeiten und sich in der zu verankern. Und was nach einer Floskel klingt, ist, denke ich, halt tatsächlich einer der wichtigsten Teile unserer Arbeit. Das bedeutet für uns, in den Betrieben zu arbeiten, ne, ebenso wie zum Beispiel in gewerkschaftlichen Organisationen und in den proletarischen Stadtteilen. Und das bedeutet für uns, an all die Orte zu gehen, an denen unsere Klasse zusammenkommt. Hier müssen wir das schaffen, dass der antifaschistische Kampf nicht irgendwie künstlich isoliert bleibt, sondern dass wir den ja als besonderes Element in unseren alltäglichen Kampf einbauen. Dass wir nicht sagen, ja, wir machen jetzt hier Antifa-Arbeit und den Rest der Arbeit machen wir halt den Rest der Arbeit, sondern dass eben das ineinander übergeht, miteinander zu tun hat, dass wir den Leuten wirklich zeigen, ja, Antifaschismus ist letztlich für uns etwas Alltägliches, was wir auch dann in den Vordergrund rücken, wenn wir zum Beispiel Stadtteilarbeit machen. In einer engen Verbindung mit dieser Massenarbeit ja, gibt's quasi den Kampf um die Straße, wenn man das so nennen will, ja. Der Kampf um die Straße, das bezeichnet eigentlich, ja, unsere Aufgabe, einen antifaschistischen Selbstschutz zu entwickeln. Das bleibt vom ersten Moment an ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Faschismus. Denn egal, wie sehr wir zum Beispiel in einer Situation der starken Unterlegenheit, wie wir die jetzt gerade haben, ja, die direkte Konfrontation mit Faschisten unterlaufen und hinauszögern können, früher oder später kommt die auf uns zu. Umso mehr wir unsere Arbeit machen, umso präsenter wir in den Städten werden, in denen wir arbeiten, umso mehr werden auch die Faschisten uns als Gegner wieder auf dem Schirm haben. Das haben sie auch heute schon, aber letztlich muss man sich immer mehr darauf vorbereiten und wird man diese Konfrontation auf Dauer sicher nicht vermeiden können. Und wollen wir das ja eben auch nicht, denn wir wollen die Faschisten ja bekämpfen und nicht vor ihnen weglaufen. Das bedeutet, dass wir nicht spontan reagieren können, sondern dass wir darauf vorbereitet sein müssen. Das heißt, wir brauchen eine realistische Einschätzung der Gefahr, die durch faschistische Kräfte ausgeht. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass wir uns immer die konkreten Gegebenheiten ansehen müssen. Ja, je nachdem, ob wir jetzt in einem multikulturellen Großstadtviertel arbeiten oder letztlich in einem umkämpften Gebiet oder sogar in einer national befreiten Zone uns gerade bewegen. Das ist, denke ich, halt wichtig, die Augen offen zu halten, eine Analyse zu machen, wo arbeite ich eigentlich gerade und wie sieht eigentlich dort die Lage der rechten Bewegung aus. Und jetzt kommen wir zu dem, was du mich eigentlich gefragt hast, nämlich nochmal zurück. Neben dem Kampf um die Köpfe und dem Kampf um die Straße müssen wir den Antifaschismus konsequent in den allgemeinen politischen Kampf einbetten. Das bedeutet ja letztlich, dass wir ja auch für unsere demokratischen Rechte zum Beispiel kämpfen müssen. Also auch der Kampf um demokratische Grundrechte, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, aber auch der Kampf gegen neue Polizei- und Versammlungsgesetze sind eben Teil des antifaschistischen Kampfs und sind nicht einfach losgelöst von dem. Ja, am Ende müssen wir es schaffen, bei all diesen verschiedenen Aufgaben unser Ziel im Auge zu behalten und uns nicht in irgendeiner ziellosen Antifa-Politik zu verrennen. Denn wenn wir konsequent diese Frage lösen wollen, wenn wir konsequent den Faschismus bekämpfen wollen, dann müssen wir uns eben klar machen, dass er sich nicht in einem System lösen lässt, dass ihn sich als Option immer offen hält, dass ihn auch letztlich als Option braucht, wenn es zu krassen Klassenkämpfen kommt, wenn es dazu kommt, dass wir tatsächlich in die Position kommen, für letztlich unsere Rechte einzustehen, tatsächlich in die Position kommen, diese Gesellschaft zu verändern, dann wird der Faschismus immer wieder auch als Option warten, um uns zu bekämpfen oder wenn der Kapitalismus in zu krasse Krisen gerät. Ja, das bedeutet den Faschismus ausmerzen. Das heißt, dass wir das System ausmerzen müssen, das ihn überhaupt entstehen lassen hat.
Ja, und das bedeutet eben auch, dass an die Stelle von dem etwas treten muss, und das bleibt heute der Sozialismus. Und auch hier schließt sich dann quasi der Kreis wieder in der Frage, okay, wie erreicht man Sozialismus? Was sind irgendwie die nächsten Schritte in Deutschland? Naja, für Sozialismus muss auch jemand kämpfen. Das heißt, einer der strategisch wichtigsten Schritte in Deutschland ist und bleibt heute ja der Parteiaufbau, denn das gibt es in Deutschland gerade nicht. Es gibt nicht die führende Kraft, die wir brauchen, um ja, Sozialismus zu erkämpfen in Deutschland. Ja, und somit auch noch nicht, um den Faschismus endgültig zu besiegen. Ja, dieser Frage an sich kann man aber sicher auch jetzt noch stundenlang nachgehen. Wenn euch das interessiert, machen wir das sicher in Zukunft in irgendeiner Folge auch noch. Aber für heute würden wir, glaube ich, langsam auch abschließen wollen und sind wir, glaube ich, auch einem guten, natürlichen Ende angekommen, ja, zum Thema Faschismus. Wir haben uns jetzt noch überlegt, dass wir ja, euch auf jeden Fall noch ein paar Lesetipps mitgeben wollen. Also auch wir haben ja unsere Informationen irgendwoher bekommen, haben dazu ein bisschen was gelesen und wollen euch gerne auch die Möglichkeit geben, euch das anzuschauen. Genau, die wollen wir jetzt noch kurz vorstellen. Da ist ja der erste Tipp, den wir auf jeden Fall geben wollen, ein relativ neues Buch. Das ist dieses Jahr erschienen beim Verlag Leo Jogiches. Ja, das heißt Faschismus, Terror, Funktion, Ideologie und antifaschistische Strategie. Darauf haben wir uns ja eigentlich ganz gut gestützt. Das fanden wir auch beide ein ziemlich gutes Buch. Da wird eben genau auch ein bisschen historisch über die Bewegung geredet, aber es wird auch ja sehr gut erklärt, wie letztlich die Kontinuität des Faschismus sich in Deutschland gewahrt hat, wie wir das auch sehen können heute in Deutschland. Und es wird auch noch mal näher, als wir das heute konnten, auf zum Beispiel die AfD selber eingegangen, als faschistischer parlamentarischer Arm letztlich. Ja, wen das interessiert, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ein weiterer Text, den wir euch ans Herz legen wollen, ist Der Kampf gegen den Faschismus von Clara Zetkin. Dabei handelt es sich um einen Bericht auf dem erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der KI im Jahr 1923. Ja, 1923, wir sehen also, Clara Zetkin hat sich schon sehr früh mit der Analyse des Faschismus auseinandergesetzt. Sie ja, beherrschte sehr viele Sprachen und hat zu der Zeit eben auch sehr viel italienische Presse gelesen, um eben die Situation in Italien, wo Benito Mussolini ja 1922 an die Macht kam, zu analysieren. Und ja, hat in diesem sehr frühen und auch sehr kurzen Text schon viele zentrale Punkte genannt und richtig analysiert. Und ja, wir können bei ihr beispielsweise bereits lesen, dass der Faschismus es eben tatsächlich schafft, auch Teile der unterdrückten Massen für seine Zwecke zu mobilisieren. Und ja, deshalb sollte man den auf jeden Fall auch gelesen haben. Genau, unser letzter Tipp ist ja von Reinhard Opitz, Faschismus und Neofaschismus. Das ist auch schon als allererstes veröffentlicht worden 1984, also eine Weile nach Clara Zetkin und eine Weile vor dem ersten Buch, das wir vorgestellt haben. Genau, in diesem Buch ja, wird natürlich über Neofaschismus und Faschismus geredet, ist jetzt auch irgendwie im Titel. Es wird aber zum Beispiel auch sehr gut erklärt, was eigentlich der völkische Nationalismus ist. Und das sehr gut hergeleitet. Also für alle, die sich damit ein bisschen mehr befassen wollen, ist das auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Buch. Ja, das wäre es, glaube ich, auch mit unseren Lesetipps für heute. Falls ihr noch weitere ja, Fragen habt oder Lesetipps wollt, könnt ihr gerne auf unsere Website schauen. Da haben wir auch verschiedene Leselisten zu verschiedenen Themen. Wenn ihr irgendwie sowas wie Selbstbildung halt betreiben wollt, das, ja, wollen wir euch auf jeden Fall möglichst einfach machen, und deshalb haben wir da noch ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Ansonsten über Fragen, Kommentare, Empfehlungen und so weiter, auch Themenwünsche, freuen wir uns immer. Also meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare irgendwas schreiben. Genau, ansonsten freuen wir uns natürlich über Support, ne? Wenn ihr das liked, teilt, was auch immer, euren Freunden erzählt, euren Genossen auf WhatsApp schickt. Ja, und ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, meinem Kollegen Jill eine neue Folge aufnehmen zu können. Und ich denke, in nächster Zeit hört ihr uns dann öfter zusammen. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.